Hey Leute, was geht? Ich wollte eigentlich heute so einen Tag in meinem Leben Vlog machen. Hab's aber vergessen bis gerade. Hab mich jetzt wieder ins Bett gelegt. Okay. Also, ich höre auf zu diesem wundervollen Ausblick. Uff, yeah. Und dann schaue ich hier den Fernseher und ich denke mir so, ja. Das habe ich noch gelesen vor dem Einschlafen. Ganz nettes Buch. Tja, und dann bin ich aufgestanden. Was dann passiert ist, zeige ich sofort. Eine kleine eingeschobene Fußnote. Ich bin hier auf einem guten Schlafsofa aufgewacht. Ich bin nämlich gerade unterwegs. On the go. Mit meinem Rucksack. Und noch einen anderen Rucksack und einer Tasche. Und ja, deshalb ist das hier so ein bisschen Couchsurfing-mäßig angelehnt. Ja, aber jetzt wieder zurück zum Ablauf. Und so bin ich Zähneputzen gegangen. Chaka. So, ich bin also, nachdem ich stundenlang noch Nachrichten am Handy gelesen hatte, auf die Toilette gegangen. Das ist eine wichtige Information. Und dann habe ich mir die Hände gewaschen und das Gesicht, das mache ich nämlich auch immer, jeden Morgen und jeden Abend. Ja, und dann bin ich Zähneputzen gegangen, aber nicht hier, weil ich mir dachte, tja, dieses kleine Waschbecken, nee. Dann bin ich hier wieder raus und bin hier an die Spüle gegangen und habe mir hier die Zähne geputzt. Tatsächlich habe da mein Handy hingelegt und habe mir ein paar Videos reingezogen. Ich gucke nämlich immer Videos beim Zähneputzen, weil das sonst zu langweilig ist. Ja. Genau, und dann habe ich mich quasi direkt an den Esstisch, nicht auf den Stuhl, sondern auf den Stuhl gesessen und hat man hier ein bisschen leckere Toast gemacht mit Marmelade und Crunchy Peanut Butter dabei. Ja. Und dann war ich fertig damit und bin wieder aufs Sofa gegangen und habe ein paar Videos geschaut. Genau, und jetzt ist hier super toll, lecker, fertiges Essen. Zack. Geiler Brokkoli mit Möhren und dann noch ein paar Zwiebeln dabei. Hier ein paar extra Nudeln. Wieso extra Nudeln? Weil hier auch noch Nudeln sind. Eins von beiden ist Rest von gestern. Und dann haben wir hier veganes Schnitzel und veganes Steak, also alles Fake. Genau. Cool. So viel dazu. Und dann gleich gucken wir mal nach dem Katzenstreu von ihm hier und seiner Kumpanin. Oder da wird gerade nachgeschaut, glaube ich. Und dann bringen wir den Kompost weg und dann geht's schon los. Wir fahren nämlich wohin? So, hier wird jetzt gerade das Katzenklo gereinigt. Ist ja nicht so dreckig gewesen. Und da einfach in die Tüte rein. Ganz toll. Hier brennen gerade Moritz Hoffnungen und Träume dahin. Hier noch was. Ein bisschen Weihrauch dazu. Die Katzen können frohlocken. Das Klo ist gereinigt. Das Futter ist da. Der Boden ist gemütlich. Und jetzt geht's weiter im Text. So, Freunde der Unterhaltung. Jetzt gibt es hier das Mittagessen. Ich verrühre jetzt meine Ketchup mit Senf. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es ganz nice sein könnte mit dem Fake Steak. Dazu, wie gesagt, der Upsala Brokkoli. Oh ja, und ein paar Nudeln. Ich habe noch ein bisschen Öl drüber geschüttet und Kräutersalz und ein bisschen Balsamico natürlich, weil Balsamico darf nie fehlen. Und dazu ein Wässerchen. Ja, das esse ich jetzt und dann geht's los. Es war zwar völlig unwichtig, aber ich wollte noch Bescheid sagen. Ich habe mir nochmal ein paar Nudeln und Gemüse nachgeholt und jetzt werde ich hier das auch noch reinhauen. Wir befinden uns hier gerade im Baumarkt und schauen nach dem richtigen Fenster. Kein Plan, ob das das Richtige ist. Soll 1 mal 1,20 sein.
So, jetzt sind wir angekommen und... Dann haben wir uns vorhin mit unseren Schwertern ein bisschen duelliert. Yeah. Und seitdem chillen wir halt so ein bisschen, sind am Quatschen. Und ja, sonst ist eigentlich nicht viel passiert gerade. So, jetzt gehe ich gerade die Post holen. Muss man ja auch mal machen. Beziehungsweise schaue ich eigentlich erstmal, ob überhaupt was da ist. Huch, hab mich fast umgebracht. Ja, schauen wir mal. Nee, nix da. Schade, schade. Schokolade. Ich geh grad ein bisschen barfuß, weil es schön chilly ist. So, Tor wieder zu. Super duper. Und wieder zurück. Das war es schon. War gar nichts drin, voll langweilig. Jetzt müssen wir noch die Familie verabschieden. Hier den Löffel abgeben. Und tschüss, Junge. Brumm, brumm, brumm. Gleich fährt der Moritz los. Nee, nee, hör auf mit den Vergasungen hier. Was soll das eigentlich? So kann man das doch nicht machen. So geht's nicht. Wir haben übrigens dieses Fenster gekauft. Einmal 1,20. Und dann haben wir gerade hier die Lampe geputzt und eine andere Glühbirne eingesetzt. Das sieht dann folgendermaßen aus. Tada! Romantisch. Das ist ganz cool. LED. Weil wir nicht in der U-Bahn leben, müssen wir die Türen auch noch selber schließen. Zack. So, jetzt habe ich vorhin noch ein paar Brote zu Abend gegessen. Und jetzt werde ich meine Sachen alle ausräumen und ja, dann schauen, dass ich hier für ein paar Tage jetzt bin. Und dann, keine Ahnung, würde ich vielleicht mal das Video so langsam beenden, oder? Schauen wir mal. Hab da noch was gemacht, hab hier das Schlagzeug auseinandergebaut und zur Seite geschoben, weil es ein bisschen im Weg stand. Genau. Jetzt kann man hier wieder ordentlich durchgehen. Super duper. Ich habe jetzt ungefähr 6 Stunden lang E-Mails gelöscht. So ungefähr 4000. Das waren halt so 0,13 GB. Google Drive ist immer noch voll, 15 GB belegt, also hat jetzt nicht so mega viel gebracht. Tja, so viel zu, ich mach gleich mal Ende und so mit dem Vlog vor allem. Ja, ich halte es übrigens aus Datenschutzgründen so ein bisschen zu, damit es unscharf bleibt. Und ja, das, genau, jetzt werde ich mal schauen, was ich noch mache und dann vielleicht auch mal bald pennen gehen. Es ist nämlich schon 3 Uhr. So. Jetzt habe ich mir auch nochmal die Zähne geputzt und jetzt geht's ab ins Bett. So, und jetzt lege ich mich ins Bett, schlafen und ja, das war's dann mit ein Tag in meinem Leben für heute. Ich hoffe, das war wenigstens ein bisschen interessant und ja, also jetzt werde ich schlafen. Also dann, es ist super komisch, so daran zu denken die ganze Zeit, dass man auch irgendwie filmt, was man gerade macht und so. Und da muss man mal schauen, dass man die Leute nicht abfuckt, die noch dabei sind. Aber ich glaube, es ging ganz gut. Also. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hoffentlich hattet ihr Spaß beim Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Freunde. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren, favorisieren.